Wir möchten Ihnen heute die Wunderlich-Sitzbank im neuen Design vorstellen, welche wir speziell für die R1200 GS alle Baujahre entwickelt haben. Wer kennt das nicht? Nach kurzer Zeit schmerzt der Hintern bei der Originalsitzbank. Wir haben diesem entgegengewirkt. Sie werden sich jetzt fragen, wie wir das hinbekommen haben. Ich werde es Ihnen erzählen. Wir haben zum einen eine Hohlkehle entwickelt, die dafür sorgt, dass Sie auf der Sitzbank oder auf dem Fahrzeug aufrechter sitzen. Wir senken es also hier ab, dadurch kommen Sie mit dem Rücken etwas gerader. Dann haben wir hier einen Schaumstoffkern verwendet, welchen wir progressiv aufbauen. Das heißt, wir haben eine etwas weichere Oberfläche, dann einen harten Kern. Somit wird das Gewicht optimal verteilt. Wir verwenden bei der Sitzbank ein Material, welches rutschhemmend ist, also was verhindert, dass Sie beim Bremsen oder Beschleunigen nach vorne oder nach hinten rutschen. Wir haben hier verschweißte Nähte, wodurch kein Wasser an den Schaumstoffkern gelangen kann, somit sich auch nicht vollsaugen kann. Wir verwenden das gleiche System, was ich Ihnen eben schon bei der Fahrerbank erklärt habe, auch bei der Beifahrerbank. Auch hier haben wir eine Hohlkehle, was also auch dem Beifahrer auf langen Strecken hilft, dass der Hintern nicht mehr so schnell wehtut. Bei der Entwicklung der Sitzbank haben wir uns auch sehr viel Mühe gegeben mit der Grundschale. Hier haben wir für optimale Passform eine eigene Grundschale entwickelt. Diese wird hergestellt im Tiefziehverfahren, anders als das Original. Dies wird im Spritzgussverfahren hergestellt. Ich möchte Ihnen dies einmal zeigen. Wir haben also hier die Sitzbankschale. Wir übernehmen von der Originalsitzbankschale einmal diese Stange, diese Gummiteile, liefern diese Sitzbank hier aus mit neuen Haltern. Die Verstellung in zwei Höhen bleibt also immer noch erhalten. Wir haben hier zusätzlich, und das ist anders als bei der Originalsitzbank, ein Dokumentenfach geschaffen. Hier lassen sich Kleinigkeiten wie Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis, sonstige Sachen noch verstauen. Einfach und leicht unter der Sitzbank einfach einklappen. Vorne wird es festgeklettet und somit sind die Dokumente sicher unter der Sitzbank befestigt. Wir bieten die Sitzbank in zwei Höhen an, einmal Regular, das heißt Originalhöhe, und dann bieten wir die Sitzbank noch einmal in der tiefen Variante an. Diese lässt sich anders als das Original auch Höhen verstellen, das heißt, Sie haben also dadurch einen großen Vorteil, kommen also noch tiefer. Die Beifahrerbank gibt es nur in einer Höhe. Weitere Informationen und Bilder finden Sie im Internet unter www.wunderlich.de.